Was geht ab, Leute? Euer Frips ist hier und zwar heute mit einem neuen Shop-Video. Heute zeige ich euch auf jeden Fall den neuen Gegenstand-Shop vom 1.9.2018. Das wäre der erste Shop für den September und ich bin mega gespannt, was auf jeden Fall reinkommt. Normalerweise sollte auf jeden Fall ein neuer Emote reinkommen. So, den neuen Emote haben wir hier auf jeden Fall. Ganz kurz zu der linken Seite, das kennen wir ja schon von gestern. Rückenknacker und Chopper im Shop. Absolut Chopper kann ich empfehlen. Mega geiler Skin. Dann, Leute, haben wir hier die Spitzhacke Vollgas und den Gleiter Inferno. Den Inferno-Gleiter finde ich mega geil. Dann haben wir die Imperiumshacke auf der rechten Seite bei den täglichen vorgestellten Gegenständen. Die Imperiumshacke war auf jeden Fall ein Fehlkauf meinerseits. Ich finde den nicht so cool, deswegen kann ich ihn euch auch nicht empfehlen. Dann haben wir Blutroter Speer, habe ich mir damals gekauft gehabt, weil ich den mega cool fand, aber mittlerweile ist es jetzt nicht so mein Ding. Dann haben wir die Arktis Assassinen für 1200 V-Bucks, finde ich nicht so geil, deswegen habe ich mir das Ganze auch absolut nicht gegönnt. Dann haben wir hier den Emote Schrullig, den finde ich mega geil, ich feiere diese Emotes, Leute, wisst ihr ja selber, vor allem den Emote feiere ich übelst hart und kann ihn euch auf jeden Fall empfehlen. Dann haben wir nochmal Jolly Roger als Gleiter für 500 V-Bucks und natürlich den neuen Emote. Wir schauen uns den neuen Emote mal an und gucken, ob der gut ist. Aha. Feier ich, ohne Witz. Ich liebe solche Emotes, wo halt extra etwas hinzugefügt wird. Wie beispielsweise diese Rasseln hier. Mega geil, Alter. Feier ich. Also wer es mag, soll sich auf jeden Fall zulegen. Was ich euch auf jeden Fall empfehlen kann, Leute, checkt die Videobeschreibung aus für super günstige PSN-Karten, die ihr euch über MMOGA holen könnt. Ihr könnt dort wirklich mit fast allem bezahlen und die ganzen Sachen werden euch innerhalb von 2 bis 3 Minuten geliefert. So viel auf jeden Fall zum Battle Royale Shop. Ich würde sagen, wir switchen zum Reddit die Welt Shop und schauen uns dort nochmal an, was für ein Lama wir bekommen haben. Mal wieder hoffe ich auf ein kostenloses Lama, was wir lange nicht mehr hatten. Wäre auf jeden Fall mal wieder richtig nett von Epic Games meiner Meinung nach. Und ein kleiner Tipp an alle Leute da draußen, die aktiv die Videos verfolgen. Um 10 Uhr morgens wird auf jeden Fall ein, oder na, ich würde mal sagen, eventuell um 9 Uhr morgens wird auf jeden Fall ein mega gutes Video online kommen, das ihr euch unbedingt reinziehen solltet. So, im Rette die Welt Shop haben wir endlich das kostenlose Lama, beziehungsweise sogar 2 kostenlose Lamas, Leute, die wir hier anfordern können. Und ein, ja, Lama-Herden-Lama. Finde ich mega geil, im Lama-Herden-Lama sind 10 Upgrade-Lamas in einem und das ist super günstig, statt 500 kostet das Ganze nur 400. Ich würde sagen, Leute, man gönnt sich ja absolut diese kostenlosen Lamas und im Event-Store hat sich soweit nichts verändert. So viel auf jeden Fall zum neuen Gegenstand-Shop, Leute, das soll es aber auch schon gewesen sein. Ich hoffe, dass ich euch damit weiterhelfen konnte, lasst mir doch gerne mal eine positive Bewertung da und vergesst auf jeden Fall nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Ich wäre dann mal raus, haut rein, geht mit der Flow, euer Fraps. Ciao.